Herren, lieber Peter, vielen herzlichen Dank für diese Einladung. Für mich ist es etwas Besonderes, in Marburg öffentlich zu sprechen. Das hat jetzt mit dem Warschauer Aufstand auf den ersten Blick wenig zu tun. Ich war hier 1994 Gastprofessor, eingeladen von Hans Leinberg. War meine erste Gastprofessur. Und hier habe ich mit Hans Leinberg, sind hier zu Freunden geworden, was mir sehr wichtig war. Er hat mir beigebracht, dass zum Beispiel das mit den E-Mails gar nicht so schlimm ist. Kann auch ein Null-Intelligenz sein in der Hinsicht, kann das bewältigen. Seit der Zeit, halte ich so ungefähr aus. Ich habe während dieses Aufenthalts an der Universität verkehrt. Und ich habe damals Bekanntschaft gemacht mit drei Damen, von denen sogar zwei anwesend sind. Tatjana Jönsmeier, hier in der ersten Reihe. Claudia Kraft, im Augenblick entweder in Warschau oder in Siegen. Und mit Sabine Amberger Schwimmer. Es war in jeder Hinsicht bemerkenswerter und erinnerungswürdiger Aufenthalt. Nur war damals vor 22 Jahren wahrscheinlich ziemlich schwer vorstellbar, dass ich eines Tages im Herder-Institut sprechen würde. Mit diesen Bildern, wie sie rechts von mir aus gesehen, von dem Warschau, das nach dem Warschauer Aufstand dem Phönix aus der Asche auferstanden ist. Und zum Thema Medialisierung und Musealisierung des Warschauer Aufstands sprechen würde. Nicht deswegen, das Herder-Institut galt in den 60er, 70er Jahren als sozusagen der Vorbote deutschen Revisionismus. Das war Anfang der 80er Jahre, war das überhaupt nicht mehr der Fall. Aber es war eventuell ein Inkognita für mich und wir hatten die ersten Tage, glaube ich, wo ich das Gebäude betreten habe, die war im Frühjahr 94. Es ging über Grenzen und da habe ich festgestellt, das ist alles anders, als man sich vorstellt. Also seit der Zeit bin ich an diesem Ort, wie Peter weiß, schon mehrmals gewesen. Dann kam der Sommer desselben Jahres und das war das 20. Jubiläum des wir feiern immer den 1. August als das Datum des Warschauer Aufstandes. Und das jährte sich damals zum 50. Mal. Und angekündigt war der Besuch des deutschen Staatspräsidenten, damals Roman Herzog. Ich war nur am Rande involviert in die Vorbereitung der Reden von Roman Herzog und von Lech Wałęsa, dem damaligen polnischen Staatspräsidenten, wirklich nur am Rande. Aber was damals in diesen Reden gesagt worden ist, das sollte man heute noch einmal wiederholen. Lech Wałęsa sprach von der Einsamkeit der Polen im Sommer 1944 und er gebrauchte die sehr schöne Redewendung, die nicht von mir stammt. Damals stellte sich kein westlicher Politiker hin und sagte, ich bin ein Warschauer. Und hier spüren Sie, es ist nicht nur sozusagen die russische oder die sowjetische, müsste man sagen, Wunde, die es im polnischen Gedächtnis gibt im Hinblick auf den Sommer 1944, sondern durchaus auch eine westliche, die wir spüren. Und Roman Herzog, über seinen Text wurde heftig gestritten, sprach davon, dass sich die Deutschen an den Polen in diesem Sommer 1944 versündigt hätten. Etwas Stärkeres gibt es nicht. Und ich dachte, das sei eigentlich der Durchbruch in der Erinnerungsgeschichte und ich sollte mich gewaltig erinnern, worauf ich gleich zurückkommen werde. Fangen wir mit dem Ereignis an. In dem Begleittext zur Ausstellung finden Sie korrekt die Angabe oder die Schätzung, mehr kann es ja nicht sein, dass in dem Aufstand so um die
bis 200.000 Menschen umgekommen sind, darunter 90% Zivilisten. Wir werden es nie wissen, ob es 150, 170, 130.000 waren. Aber eine Zahl in dieser Größenordnung und dass die Zivilisten weit, weit mehr zum Opfer wurden als die Kombattanten, ist ebenfalls sicher. In Deutschland hat dieses Datum oder hat dieses Ereignis vom Sommer 1944 natürlich ein völlig anderes Gewicht. Wenn Sie mich, ich sage immer, deutsche und polnische Geschichte ist schwer vergleichbar, und wenn meine deutschen Erasmus-Studenten versuchen, sich polnische Geschichte nach deutschen Kriterien zu ordnen, dann liegen sie immer falsch. Das geht einfach nicht. Aber wenn ich das mit irgendetwas vergleichen müsste, sollte, dann wäre das hinsichtlich der Wirkungsgeschichte Stalingrad. Nur, dass, wie wir wissen, in Stalingrad sind die Zahlen vergleichbar, nur handelt es sich um Kombattanten auf deutscher Seite. Und diese Diskrepanz im tatsächlichen Geschehen erklärt dann auch die Diskrepanz in der Wahrnehmung und Erinnerung. Ganz kurz zu dem Ereignis selbst. Sie haben da vorne drei Vitrinen mit Büchern in mehreren Sprachen, in denen man nachlesen kann, wie das mit dem Warschauer Aufstand wirklich war. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt, nachdem die Deutschen die Gräber von Katyn entdeckt haben, begann sie europaweit, übrigens keineswegs nur in Polen, eine antisowjetische, antijüdische Propagandakampagne zu implementieren unter den besetzten Völkern. Die polnische Regierung hatte keine gute Wahl. Sie wusste durchaus, dass die tatsächlichen Täter von Katyn die Sowjets waren und nicht die Deutschen. Und sie entschied sich für eine, wie es hier schien, salomonische Lösung, nämlich sie rief das internationale Rote Kreuz in Genf an, damit es dieses Massaker, wie es im Deutschen heißt, Massenmord ist, glaube ich, der bessere Ausdruck, untersucht. Die Exilregierung lag sowieso im permanenten Streit mit Moskau seit etwa einem Jahr. Und Moskau nutzte dann diese Gelegenheit, dass eben eine internationale Kommission, aber unter deutscher Aufsicht, Katyn war damals noch deutsches Besatzungsgebiet, Katyn untersuchen soll, nutzte die Moskauer Regierung zum Vorwand, um die diplomatischen Beziehungen zur Exilregierung abzubrechen. Im ersten Halbjahr 1944 bewegte sich die, oder drängte die Rote Armee die deutschen Truppen immer mehr zurück, bis sie im Juli 1944 auf zentralpolnischem Boden stand. Und damit war der polnische Untergrund, ähnlich wie die Exilregierung 15 Monate früher, in einer gewissermaßen aussichtslosen Lage. Da kamen die Verbündeten, die nicht Verbündete der Polen waren. Und in dieser Zwangslage entschied man sich für das höchstmögliche Risiko, nämlich in Warschau einen Aufstand zu versuchen. Das Kalkül dahinter, die Panzer der Roten Armee stehen 30 Kilometer vor Warschau. Sie müssten innerhalb von 24, 48 Stunden in die Stadt einrücken. Wenn die Armia Krajowa die Deutschen erfolgreich niederkämpft, dann empfängt sie diese Rote Armee, wie gesagt, den Verbündeten der Verbündeten, mit denen es keine offizielle Beziehung gibt, als Sieger und als Hausherr. Sie finden das in der Ausstellung eigentlich sehr gut dokumentiert. Diese Bilder von der Euphorie der ersten Tage des August 1944, wo man geglaubt hat, dass das aufgehen wird. Und dann finden Sie verschiedene Bilder, wo man sieht, dass die Zivilbevölkerung, oder nicht viele, aber einige Bilder, wo man sieht, dass die Zivilbevölkerung irgendwann im Verlauf des August und dann besonders des September nicht wirklich daran glaubt. Also aus den 24 bis 48 Stunden sind dann 9 Wochen geworden, und daraus ist ein nationales Trauma geworden. In diesen 9 Wochen ging eben nicht nur die Hauptstadt verloren, sondern eine ganze Generation, wenn wir so wollen. Eine ganze Generation auch der polnischen, nicht zuletzt der polnischen
Elite. Die Stadt wurde zu, wir wissen es wieder nicht genau, aber sagen wir mal zu einem Viertel während des Aufstands zerstört. Und das ganz besonders Traumatische, glaube ich, für die Polen war, dass die Mehrzahl der wichtigsten Zerstörungen, die Museen, Paläste, Kirchen, das fiel nicht dem Aufstand zum Opfer, sondern der systematischen Aktion nach Kapitulation des Aufstands, diese Stadt als Symbol des Polentums auszulöschen. Wir haben heute gehört, ich vergleiche mit currently, mit Rotterdam und Belgrad, ja. Aber diese Tatsache, dass man eben versucht, eine Hauptstadt als symbolischen Ort einer Nation auszulöschen, das ist noch etwas anderes. Nun zur Rezeptionsgeschichte. In der Bundesrepublik Deutschland, in der Alten Republik, ist es schwer, von einer Rezeptionsgeschichte zu sprechen. Einige von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, Roman Herzog, bevor er nach Warschau fuhr, 1994, gab er ein Interview, in dem er den Warschauer Aufstand, zu dessen Jahrestag er eingeladen war, mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto verwechselt hat. Das ist jetzt eine schwierige Geschichte, denn Roman Herzog wusste durchaus über den polnischen Aufstand vom August 1944 Bescheid. Kann man heute niemandem mehr erklären. Es war ein Versprecher und sein Pressedienst hat nicht aufgepasst. Aber natürlich ein sprechender Versprecher und auch ein so gebildeter Mensch in einem Augenblick, wo er irgendwie nicht aufmerksam genug war, hat diesen Versprecher getan. Und man könnte sagen, dass in der alten Bundesrepublik der Warschauer Aufstand vom August 1944 von jenen im Ghetto im April 1943 völlig zugelegt wurde. Dazu noch eine Glosse. Peter Hamming hat es erwähnt. Ich war 10 Jahre lang Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission. Und als diese Kommission noch in Urzeiten, wo es noch die Volksrepublik Polen durchaus lebendig gab, also in der zweiten Hälfte der 70er, angefangen hat, da stand in keinem westdeutschen Schulbuch ein Wort über den Warschauer Aufstand, sagen die Experten heute. Als vor wenigen Jahren Thomas Strobel über die Kommission und ihr Wirken promoviert hat, stellte er fest, dass so ungefähr in der Hälfte der heute in der Bundesrepublik verwendeten Schulbücher der Aufstand vorkam. Wir können uns fragen, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Aber der Unterschied ist unverkennbar. Jetzt zur polnischen Rezeption. Darüber sind mehrere Bücher geschrieben worden, ich fasse das ganz kurz zusammen. Am Anfang war der Warschauer Aufstand ein Unthema. Sie sehen das in den Titeln der einiger deutscher Zeitungen. Dieses Syndrom des doppelten Verrats, das in der Volksrepublik Polen natürlich sozusagen auf den westlichen Verrat konzentriert und beschränkt war. Vom sowjetischen durfte selbstverständlich keine Rede sein. Der Aufstand, hervorgerufen von einer, ich erfinde das Zitat jetzt, aber so ungefähr klang das in der ersten Hälfte der 50er, hervorgerufen von einer Bande von reaktionären Adligen, die die Hauptstadt in der ersten Hälfte der 50er sogar in Zusammenarbeit mit den Deutschen in das Verderben gestürzt haben. Dann musste Volkspolen, weil das Trauma und die Bedeutung dieses Sommers 1944 doch so offensichtlich war, musste Volkspolen seine Haltung revidieren. Es ging dann so in den 60er Jahren in die Richtung, der Aufstand war schon richtig, weil er doch gegen die Deutschen gerichtet war.
und gedacht werden sollte der heldenhaften Soldaten, die gekämpft haben, und der heldenhaften Zivilbevölkerung, die gelitten hat. Hingegen nicht die Offiziere und ganz besonders nicht der Befehlshaber, die diesen Aufstand ausgelöst haben. Die seien antisowjetisch motiviert gewesen und verdienen insofern keinen Platz im nationalen Pantheon. Dann gab es noch etwas, was in der polnischen Rezeption, glaube ich, unterschätzt worden ist, weil es sozusagen so gut in die Drehbücher des Kalten Krieges passt, dass es heute unwahrscheinlich klingt. Aber es war tatsächlich so. Einer der größten Schlechter, der, glaube ich, auf diesen Fotos nicht vorkommt, war Heinz Reinhardt, einer der drei wichtigsten Untergebenen von dem erwähnten und hier gezeigten Erich von dem Masalewski. Und dies ist wirklich keine Erfindung der volkspolnischen Propaganda. Reinhardt führte ein gutes bürgerliches Leben als Anwalt auf Sylt, wurde Bürgermeister, wurde sogar zeitweilig Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtages. Die Geschichte ist zu bekannt, ich wiederhole sie nur in wenigen Worten. Und er ist tatsächlich straffrei ausgegangen. Genauso wie übrigens Erich von dem Bach und viele andere, die Namen könnte man hier relativ lange zitieren. Das ist, wie gesagt, eine Geschichte, die sich im Kalten Krieg abspielt, wo das eben als Argument der polnischen Kommunisten gegen die sich entwickelnde und festigende Bonner Republik verwendet werden konnte. Aber es ist nicht desto weniger eine Tatsache. Und die gehört auch zur polnischen Erinnerung an den Aufstand und dessen Nachgeschichte. Dann tat sich das so langsam, wie soll man sagen, absterbende polnische kommunistische Regime sehr schwer damit. 81, sozusagen im Schatten der damals noch legalen Solidarność, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, damit diese Stadt endlich ein Denkmal dieses Aufstands bekommt. Es gibt verschiedene Denkmäler in Warschau, die mit dem Aufstand zu tun haben, aber es gab in den 80er Jahren noch kein einziges Denkmal des Warschauer Aufstands. Dieses wurde nun enthüllt vom letzten Parteichef Jaruzelski unter Anwesenheit des Primas von Polen im Frühjahr 1989, wo die Volksrepublik Polen sich sozusagen in der für alle erkennbaren Agonie befand. Und so kam die Stadt zu diesem ersten Denkmal. In den 90er Jahren, ich habe es vorhin erwähnt, bei Gelegenheit der Feiern von 94, schien der Warschauer Aufstand eigentlich zu einer zum kulturellen Gedächtnis überzugehen, nicht mehr im Kommunikativen angesiedelt zu sein. Die Kommandanten der Armia Krajowa durften jetzt genauso demonstrieren. Genauso am 1. August demonstrieren, ist falsch, marschieren, Grenze niederlegen und so weiter wie all die anderen. Und das Trauma schien mir persönlich, wie gesagt, langsam in die Vergangenheit abzuwandern. Es gab unzählige Debatten polnischer Intellektueller darüber, dass die Stadt eigentlich auch ein Museum dieses Aufstands brauchen könnte. Und die Debatten verliefen sich im Leeren. Bis dann 2002 Lech Kaczynski, ein Politiker der polnischen Rechten, zum Bürgermeister von Warschau gewählt wurde. Und der von Anfang an sich zum Ziel gesetzt hat, dass am 1. August 2004 das Museum des Warschauer Aufstands eröffnet wird. Er holte sich dafür drei junge Menschen, 30-Jährige, und die haben das tatsächlich hinbekommen. Plötzlich gab es ein Grundstück, plötzlich gab es einen Haushalt für dieses Museum, und am 1. August 2004 hat es tatsächlich eröffnet. Musste dann schließen, weil natürlich die ständige Ausstellung noch längst nicht fertig war, aber das ist ja so üblich bei solchen Großunternehmen.
Und nun stellt sich heraus, wie lebendig diese, das kann man irgendwie in diesen Bildern auch noch sehen, obwohl sie nichts mit dem Aufstand zu tun haben, wie lebendig diese Tradition ist. Das Museum hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt, mit hunderttausenden Besuchern jährlich. Und die beiden wichtigsten Besuchergruppen sind die Erlebnisgeneration, ganz besonders zu Beginn, also ab 2004, und die Jugendlichen. Die Schöpfer des Museums sagen, für meine Generation stellt es eine marginale oder übt es eine marginale Anziehungskraft aus. Wird schon stimmen, aber die Tatsache, dass es eben nicht nur Schulklassen sind, sondern wirklich Jugendliche, die da hingehen, zeugt davon, dass wir es wirklich weiterhin mit einem kommunikativen Gedächtnis zu tun haben, das jetzt auf, ich werde jetzt darauf nicht näher eingehen, das auf unterschiedliche Arten verformt und ich würde sogar auch sagen, manchmal verfälscht wird. Aber die emotionale Anziehungskraft ist enorm, das sollten wir einfach als Tatsache zur Kenntnis nehmen. Deswegen auch meine besonderen Gratulationen an die Schöpfer dieser, an die Gestalter dieser Ausstellung, über die wir gleich sprechen werden. Also an Herrn Dr. Logge, an Herrn David Trojkowski, an Herrn Lang, an Herrn Dr. Popp. Ich glaube, dass Sie hier etwas wirklich Wichtiges ansprechen. Und Sie tun es in einer, soweit mein Überblick verlässlich ist, Sie tun das in einer extrem schwierigen Lage, nämlich Sie konfrontieren zwei gegensätzliche Überlieferungen, die eigentlich zwei Bilder eines oder gegensätzliche Bilder desselben Ereignisses zeigen. Und bei der deutschen Überlieferung ist es natürlich, bei der nationalsozialistischen, ist es für einen Historiker evident, aber möglicherweise für einen Nicht-Historiker überraschend. Wie stark dieses Motiv der NS-Propaganda war, das übrigens zum ersten Mal im Herbst 1939 in Polen produziert worden ist und dann später in Frankreich, den Niederlanden, all den von den deutschen besetzten Ländern. Das Hauptmotiv dieser Propaganda hieß auf Polnisch, auf Deutsch klingt das nicht so gut, Anglio Twoje Dzieło, England, Vokativ, dein Werk, und dahinter das Bild der Ruinen von Warschau, von Rotterdam, von Belgrad, was immer. Dieses Bild des Verrats des perfiden Albion, wie man sehen kann, wurde im Sommer 1944, im späten August und September 1944, reaktiviert. Dahinter steckt wohl auch der Mythos der tapferen Polen. Das ist ja auch etwas, was in der deutschen Kultur seit dem Novemberaufstand von 1830 nicht ganz unbekannt ist. Und damit versuchte man ganz offensichtlich, sowohl die eigene Bevölkerung als auch vor allem die Bevölkerung der anderen besetzten Länder für das nationalsozialistische Regime zu mobilisieren. Und auf der polnischen Seite, Sie haben, Herr Olegowski, Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, die Aufständischen waren schlecht bewaffnet, ganz besonders in den ersten zwei Wochen. Wir sehen den Mythos des wohl ausgerüsteten, wohl ausgebildeten Kämpfers in diesen Bildern. Was natürlich an der Wirklichkeit oder dem meisten Teil der Wirklichkeit dieser zwei Monate völlig vorbeigeht. Aber wir sehen hier in der polnischen Überlieferung, sehen wir eben diesen Ansatz, den ich heute schon als Kontinuität bezeichnen würde, und der den Platz des Warschauer Aufstands im polnischen Imaginarium von 2016 festschreibt.
denn die Sache ist nicht ausgestanden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Diskussion.